Hi, mein Name ist Simi und ich bin Berliner Taxifahrer und ich erzähle euch warum. Erstens, Berlin ist die geilste Stadt der Welt. Zweitens, es ist immer was los, es sei denn, es ist Corona. Und drittens, sehr interessante Fahrgäste. Nicht schlecht! Kotz mir bloß nicht ins Auto, ja? Also Berlin ist etwas ganz Besonderes. Hier wird es einem nicht langweilig. Berlin mit 5000 Kilometer Straßenland ist ein Wahnsinn. Es gibt viele Stories. Als ich 1999 mit dem Taxifahren anfing, da ist ein Mann eingestiegen, so um die 35, 40 Jahre alt. Sind zweimal um den Block erstmal gefahren und auf einmal schrie er laut, bleib stehen, und ich musste dann eine Vollbremsung machen. Und in dem Augenblick steigt er aus meinem Wagen raus und schießt auf jemanden. Und ich habe noch nie jemanden so schnell rennen sehen. Jetzt fahren wir hier an der Mühlenstraße, an der East Side Gallery. Hier sind normalerweise immer Tausende von Touristen und jetzt sind es nur noch ein paar. Normalerweise stehen immer die Leute und machen Selfies. Corona zeigt hier, genau hier, was es mit uns anstellt. Wir haben seit dieser Corona-Geschichte haben wir fast 80% Umsatzeinbußen. Wir haben jetzt inzwischen fast 2:30 und seit 9 Uhr, sprich 5,5 Stunden, warte ich auf meinen ersten Fahrgast. Es ist Gold wert zurzeit, Desinfektionsmittel zu bekommen. Wir haben hier die PVC-durchsichtige Plane genommen, weil die bruchsicher ist. Wir haben in Berlin fast 8000 Taxikonzessionen, 7.942, um genau zu sein. Und davon sind jetzt gute 3000 Fahrzeuge, die vorübergehend stillgelegt sind. Baustelle und Berlin, das gehört irgendwie zusammen. Das sind so wie eineiige Zwillinge. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann mal behaupten würde, dass ich mal Verkehrsstau vermissen würde. Hi! Hi! Und, was alles geht's? Naja, wie immer. Corona? Eine Nöle. Da gibt's nichts, gibt's kein Corona. Du bist du Lüge. Hallo. Hallo, Nerpion. Vallahi, iyi, sen abim. Neredesin? Valla şimdi şey diyeyim, Gözünpuna doğru geliyorum şimdi. Ne haber Özgür'üm? Hallo, hayırlı. İyi geçsin. Valla iyilik, gördüğün gibi. Ya bitti, işler bitti ya. Bitti mi, güzel. İş yok, doğru dürüst. Evet. Doğru dürüst turda yaptın mı? Çalıştın mı güzelce? Hiç zor etmiş. Einkaufsfahrt yaptın mı? Yok. Ben yapmadın. Yapmadım. Einkaufsfahrt yapamam çünkü dışarıda ısrar etmiş. Alışverişleri yapmıyor. Yok ya, çok şeylere canım sıkılıyor da. Ama ne yapacağız? Sabır. Sabır. İnşallah her şey yakın zamanda düzelir. İnşallah. Also jede einzelne Fahrt ist wie eine Art Serie. Wenn man am Tag 5 Serien drehen kann, dann hat jede einzelne Serie ihre Besonderheit. Wie kam es dazu, dass ich mal bei einem Film mitgemacht habe? Allah belanızı verecek, ibneler size. Das ist eben halt so ein erstes Mal für mich gewesen, wo ich mal gesehen habe, wie es hinter den Kulissen eigentlich ist. Also nach meiner Verständnis ist Kurzstrecke Kurzstrecke. Das Taxigewerbe wird
einer der Gewinner aus dieser Krise sein, auch wenn wir jetzt im Augenblick natürlich Umsatzeinbußen haben. Aber wenn die Leute uns brauchen, dann sind wir da. Dieser Beruf ist wie so eine Art Steh-auf-Männchen. Also wir geben nicht auf, wir machen immer weiter. Und das mag ich selber auch sehr, weil ich bin kein Typ, der schnell aufgibt. Es ist immer irgendetwas los. Auch wenn wir jetzt diese Corona-Zeit haben, es ist trotzdem was los. Man hat immer was zu bereden. Also ich liebe einfach diesen Job. Es ist meine Bestimmung.